Das Problem der explodierenden Gas- und Energiepreise kann nicht in Deutschland und in Europa gelöst werden, sondern das muss über die Außenpolitik gelöst werden. Das sagt der Chefvolkswirt der Netfonds AG, Volker Hellmeier, und er sagt noch einiges mehr dazu. Auf dem Gasmarkt rappelt es förmlich im Karton, das kann man wirklich sagen. Was dort derzeit los ist, wie es Preisschwankungen gibt, also auch neue Ideen, wie man Preise gestalten kann, das sollte man sich schon einordnen lassen. Das tun wir jetzt und wir haben dafür einen sehr, sehr kompetenten Experten, nämlich Volker Hellmeier, den Chefvolkswirt der Netfonds AG. Hallo Herr Hellmeier. Hallo Herr Kerscher. Herr Hellmeier, fangen wir mit dem an, was aktuell heute los ist, was sozusagen zu Beginn der Woche los ist, nämlich die Gasfutures sind um plus 30% gestiegen, nachdem Russland die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 quasi nicht wieder aufgenommen hat. Ist keine echte Überraschung, dass wir jetzt so hohe Gaspreise dann und so starken Anstieg haben. Nein, das ist keine Überraschung. Die Hoffnungswerte waren am Freitag zunächst ausgeprägt, dass es zu Lieferungen kommt. Jetzt gibt es angeblich eine Leckage an den Turbinen, die Wartungsarbeiten erforderlich macht. Dazu sind auch Siemens-Leute vor Ort. Bisher ist aber nichts passiert. Es ist nicht deutlich, wann diese Lieferungen wieder aufgenommen werden. Und damit laufen am Tag nur noch 42 Millionen Kubikmeter über die Sutscher-Pipeline und die gut 30 Millionen Kubikmeter aus Nord Stream 1 fehlen derzeit. Und der Markt reagiert darauf verschnupft. Nachdem man optimistisch war am Freitag, hat man im Grunde genommen diese zwischenzeitlichen Gewinne an den Aktienmärkten wieder aufgegeben. Und es stellt sich natürlich eine Frage, Herr Kerscher, in diesem Kontext. Wir leben in einem energetischen Zeitalter seit 300 Jahren. Und alles, was wir an Wohlstand, an gesellschaftspolitischer Stabilität, ökonomischer Stabilität haben, hat etwas mit Energie zu tun. Und wenn sich diese Stresssituation für Deutschland, für Kontinentaleuropa nicht auflöst, dann wird dieser Wirtschaftsraum, und das wird eben auch in Teilen bewertet, ökonomisch deutlich zurückfallen. Dann werden wir eine Deindustrialisierung erleben. Und ich darf eins dazu sagen, ich bin am Wochenende wieder kontaktiert worden von Firmenkundenchefs und Beratern, die nahezu verzweifelt sind, weil immer mehr Unternehmen entweder Produktionen einstellen oder sogar ganze Unternehmen abwickeln wollen. Und insofern ist diese Gefahr realer, als viele es wahrnehmen wollen. Die Risikoaversion, die sich derzeit abspielt an den Märkten, hat fundamental belastbare Füße. Wird dieses Plus von 30% bei den Futures denn auch direkt auf die Gaspreise durchschlagen? Nein, das tut es nicht. Aber die Versorger haben ja ganz unterschiedliche Bezüge und Quellen. Insofern ist das ja immer nur der Preis, der für die letzten Gastermine hier gehandelt wird. Und er schlägt nicht vollständig durch. Aber diese Grundtendenz, die wir haben, es ist ja, hier geht es nicht nur um diese 35% oder 30%, sondern es geht darum, dass wir ein Niveau haben, dass das Zehnfache ist im Vergleich zum Vorjahr. Und das schlägt schon durch. Und das ist genau das, was die Unternehmen jetzt erleben, wenn sie Strom- und Gasverträge neu verhandeln mit ihren Stadtwerken, dass sie im Endeffekt gar keine Verträge kriegen, weil sich die Stadtwerke oder die Versorger nicht binden wollen, weil sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Und sie damit die Grundversorgung gehen und damit diese enorm hohen Preise haben. Und dann ist der Standort Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig. Wir reden immer über die privaten Haushalte. Ich kann nur eins sagen, wir sollten über die Unternehmen reden. Denn die Unternehmen schaffen die Einkommen für die Menschen, die das alles dann am Ende auch im privaten Sektor zahlen müssen. Wenn diese Einkommen minimiert werden auf Sozialleistungen, auf Arbeitslosengeld etc. pp., dann wird der Stress für die Privaten nochmal zunehmen. Und diese Komplexität gilt es zu begreifen. Herr Hellmeier, lassen Sie uns, bevor wir auf Deutschland zu sprechen kommen, nochmal eine Schleife über Brüssel drehen. Da kommt jetzt ein aktueller Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine Preisbremse auf russisches Pipeline-Gas zu erheben und einzuführen. Was halten Sie denn von dieser Idee? Also mich erinnert das Ganze sehr stark an Argentinien. Dort hat man auch mit Preisdeckeln gearbeitet und es war vollständig kontraproduktiv. Die Situation, in der sich Argentinien befindet, hat etwas damit zu tun, dass man dort glaubte, staatlich so intervenieren zu können, um den Standort zu retten. Und man hat das Gegenteil am Ende damit bewirkt. Und hier sehe ich es genauso. Es geht ja nicht nur um den Gaspreisdeckel, sondern auch um einen Ölpreisdeckel, der auf G7-Ebene zunächst einmal verabredet worden ist, ohne Details zu liefern. Wenn wir das täten, dann können wir das im Westen gerne machen. Aber der Rest der Welt wird nicht mitmachen, weil man sich dadurch dramatisch
negative Konstellation für die eigenen Wirtschaftsräume einkaufen würde. Sie haben es bisher nicht gemacht. In meinen Augen werden Sie es auch zukünftig nicht machen. Aber diese Messe ist noch nicht gelesen. Die Chance ist da. Für dieses Nachfragekartell, was hier im Raum steht, was man generieren möchte, stellt sich die Frage, ob es umsetzbar ist. Russland hat ganz klar gesagt, dass alle Länder, die daran teilnehmen, nicht mehr beliefert werden, weder mit Gas und Öl. Und damit ist eine vollständig kontraproduktive potenzielle Entwicklung hier, steht sie zumindest im Raum, dass nämlich die Preise sich vervielfachen werden, dass also der Stress, den wir jetzt haben, noch einmal höher ausfallen wird. Und das kann nicht im Interesse Deutschlands, Europas und der Welt sein. Und vor dem Hintergrund bin ich im höchsten Maße irritiert. Was wir brauchen, sind Lösungen, die diesem Standort wieder eine Zukunft geben. Die Verunsicherung, die es bei den Bürgern und bei den Unternehmen gibt, war in meinen Augen noch nie so hoch, seit Anfang der 70er Jahre Wirtschaft und Politik begleite. Könnte es denn zumindest Teil einer Lösung oder einer vorübergehenden Lösung sein, zum Beispiel eine sogenannte Übergewinnsteuer einzuführen, also von den Unternehmen, die also überproportional davon profitieren, dass es so hohe Energiepreise gibt, denen quasi etwas wegzunehmen und das sozusagen über den Staatshaushalt neu zu verteilen? Ich tue mich damit sehr schwer, weil wir damit Unternehmen voneinander differenzieren. Wer bestimmt denn dann, wer ist die rechtliche Instanz festzulegen, was ein Übergewinn ist oder ein Zufallsgewinn, wie man es jetzt nennt? Wer ist diese Instanz? Wo ist die Legitimation einer solchen Instanz? Wie passt das in unsere Rechtsstaatlichkeit? Rechtsstaatlichkeit ist unverzichtbar für jede Demokratie. Und wenn wir einmal dieses Fass aufmachen, der Übergewinn und der Zufallsgewinn steuern, dann können wir das auf jede andere Situation am Ende auch nachher anlegen. Damit würden wir die Büchse der Pandora öffnen. Das ist der erste Punkt. Und was mich irritiert und wirklich irritiert, ist, dass das Naheliegendste aus Brüssel, aus Berlin, aus Paris gewesen wäre, einfach einmal zu sagen, wer hat denn die höchsten Zugewinne im jetzigen Umfeld? Das sind die LNG-Produzenten in den USA. Und es ist auch Norwegen, das Gas und Öl liefert. Also wäre es doch sinnvoll, wenn man hier eine gemeinschaftliche Politik gegen Russland fährt, dass es auch eine energetische Solidarität gibt, dass hier also dementsprechend wesentliche Preisnachlässe gezahlt werden, um den Preisstress, dem Kontinentaleuropa ausgesetzt ist, zu lösen. Das jetzt über unsere Unternehmen zu machen, halte ich für durchaus fragwürdig. Ich möchte noch einen Gedanken anbringen. Ja, einige Unternehmen verdienen jetzt ganz toll. Also die, die grünen Strom haben, die verdienen sehr, sehr viel. Aber das hätte man alles vorher schon wissen können. Ich erwarte von Politik, dass wenn man Sanktionen macht, sich nicht nur auf die erste Wirkungsebene einer Sanktion versucht zu kaprizieren. Dabei hat man sich übrigens vollständig geirrt. Russland ist nicht so getroffen worden wie gedacht und Europa ist stärker getroffen worden, als es jemals vorstellbar war. Teilweise existenziell bedroht. Also, dass man die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Wirkungsebene einer solchen Maßnahme sachlich, unbestechlich durchdekliniert, um dann eine Maßnahme zu treffen, die dem Amtseid der Politiker entspricht, Schaden von uns abzuwenden. Und das ist nicht gemacht worden. Und das enttäuscht mich ganz, ganz wesentlich, sage ich hier. Denn es geht am Ende immer um den Kapitalstock. Das möchte ich hier auch noch einmal betonen. Der Kapitalstock ist die Summe aller Unternehmen, von denen alle Zahlungen für Staat und private Haushalte abgehen. Und wer die Axt an diesen Kapitalstock anlegt, der wird Unglück für seinen Wirtschaftsraum bringen. Der wird Instabilität für die Gesellschaft provozieren und er wird die politische Stabilität ultimativ auch gefährden. Und das erleben wir in all den Ländern, wo Wirtschaft nicht funktioniert. Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen, Herr Hellmeier, stellt sich aber natürlich ganz aktuell auch die Frage, wie die schlimmsten Auswirkungen dieser hohen Energiepreise für die Privathaushalte gemildert werden können. Und da gibt es jetzt neben dem Vorschlag aus Brüssel eines Preisdeckels und der Übergewinnsteuer auch die sogenannte Strompreisbremse, die jetzt ja Teil des Entlastungspaketes ist, das am Wochenende vorgestellt wurde. Was halten Sie denn von so einer Strompreisbremse? Ich halte grundsätzlich das gesamte Programm im Sinne des Situationsmanagements,
das jetzt von Berlin verfügt wird, für verständlich. Auch erstmal für notwendig, um die Überlebensfähigkeit zunächst einmal auf kurze Sicht zu sichern. Wenn wir aber unterstellen, so wie es die Politik sagt, wie Frau Baerbock es sagt, wir müssen uns auf einen langen Konflikt einstellen, dann lösen diese Programme nicht das Problem. Das Problem muss in der Außenpolitik gelöst werden. Dann verschwenden wir Ressourcen konsumtiv. Und indem man Ressourcen des Staates konsumtiv verschwendet, raubt man der kommenden Generation Zukunftsfähigkeit. Das heißt, ja, ich kann dieses Programm verstehen. Es wird auch eine Stabilisierung mit sich bringen, auch die Strompreisbremse mit einer Grundversorgung etc. pp. Aber es ist nicht die Lösung. Es ist für einen temporären Schock gedacht und da mag es helfen. Wenn wir aber davon ausgehen, wie unsere Regierung, dass es ein langwieriger Konflikt wird, dann sind diese Einmalmaßnahmen, nehmen wir das auch für Rentner, eine Einmalzahlung von 300 Euro. Damit löse ich das Problem für den Tag, für den Monat, aber doch nicht für die Zukunft. Und insofern gilt es hier auch kritisch, dieses Programm in seiner Gesamtheit zu betrachten. Es ist für mich, wie gesagt, auf kurze Sicht ein Stabilisierungsanker. Es ist keine Lösung auf Dauer. Das sagt der Chefvolkswirt der Netfonds AG, Volker Hellmeier. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hellmeier. Gerne.